Ja, Salve und willkommen zurück hier auf der Flucht bei Alarmstufe Rot. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat als nur ein hübsches Gesicht. Versuch's mal mit der Infrarotbrille, Mädel. Okay, also man hört schon so ein Summen, dass da irgendwas ist. Hier liegt noch was Schönes. Was liegt denn hier? Was ist das? Ein Fanghakenwerfer, Munition. Und noch Munition für unsere Heckler. Und dann sollen wir jetzt die Infrarotbrille benutzen. Und an diese Stelle kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Infrarot mache ich wie? Damit zoome ich. Ah, mit X, okay. Ja, hier sehen wir diese schönen Laserschranken. Und an denen müssen wir uns jetzt irgendwie vorbeimogeln. Und da hinten raucht es so schön aus dem Ventil. Und das können wir jetzt nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, abschießen. Ah, ich habe noch den Schnellfeuermodus drin. Und durch, ja, durch das, was auch immer da rauskommt, Gas, was weiß ich, können wir jetzt die Laserschranke sehen. Gehe mal in den Scharfschützenmodus sicherheitshalber. Speichere nochmal sicherheitshalber. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das gerade gespeichert hatte. Also mit dem Anfang der Aufnahme oder beziehungsweise dem Ende der anderen Aufnahme. Und dann versuchen wir jetzt mal hier durchzugehen. Also immer da, wo die weißen Linien sind, ist auch eine Laserschranke. Die geht immer nach oben, nach unten und dann aus. Nee, nach unten. Aus. Ah, dann ist sie ein bisschen länger aus. Okay, oben und aus. Unten aus. Dann kann ich jetzt einmal durch. Hier müsste doch die nächste sein, ja. Nach unten aus. Ist ein bisschen länger aus, okay. Wieder nach unten aus, aber nur kurz. So, ja, ich bin jetzt hier ganz vorsichtig, auch wenn es ein bisschen länger dauert. War jetzt auch ein bisschen länger aus. Jetzt sieht sie kurz aus. Und beim nächsten Mal wieder länger. So, eine noch, oder? Ja. Nee, zwei noch. Länger aus. Wieder an. Kurz aus. An. Länger aus. Und die letzte. Die sieht man besonders schwer irgendwie. Jetzt ist er aus. Ah, geschafft. Und Musik, die suggeriert, dass da wieder irgendjemand kommt. Deswegen speichere ich gleich nochmal. Na, jetzt zum Schluss fahren Sie nochmal mit allen auf, was Sie hier haben. Bitte mal hier hoch. Ah, da ist ein großes Medipack, sehr schön. Das ist sehr gut. Ja, irgendwie sieht das doch so auffällig aus. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas ziehen kann. Ich habe schon lange keine Kisten mehr hier irgendwie hin und her geschoben. Kann ich hier was machen? Nein. Kann ich hier was machen? Nein. Kann ich mit dir was machen? Nein. Ich kann nur hochklettern. Okay. Dann geht's jetzt da weiter. Das war klar. Okay, es dauert zwar ein bisschen länger, aber der präzise Kopfschuss ist dann doch irgendwie noch mit am besten. So, jetzt sind wir wieder in dem Fahrstuhl, in dem anderen, der funktioniert. Mann, ey.
Das hat jetzt echt unnötig viel Energie gekostet. So ein Mist. Ja, ich nehme nochmal eins, was soll's. Okay, hier sind Türen. Gehen die auf? Die schon mal nicht. Gehst du auf? Ja, du gehst auf. Da ist ein Schalter. Okay. Muss ich jetzt hier Schießübung machen? Okay. Warum? Was hat mir das gebracht? Da liegt jedenfalls noch Munition. Falls ich keine mehr habe, damit ich trotzdem diese Schießübung machen kann. Keine Ahnung. Ich kann jetzt ja auch nicht durchklettern, ne? Nee, macht hier nichts. Tja, ich weiß es nicht. Geh jetzt einfach mal hier lang weiter. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet hat. Ich muss die mal wegstecken, um mich umblicken zu können. Ich speichere nochmal, weil ich nicht weiß, was gleich auf mich zukommt. Aber es muss ja jetzt irgendeinen Sinn gehabt haben, dass ich da jetzt diese Schießübung machen sollte. Habe ich überhaupt richtig gemacht oder habe ich zu lange gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht, was dadurch passiert ist. Da geht's weiter. Okay, die Tür ist zu, das heißt, es geht definitiv hier weiter. Hier liegt Munition, da sind Waffen. Hier leuchtet es grün, das heißt, hier können wir wohl rangehen. Na, kannst du die nicht nehmen? Doch. Moment. Jetzt nehme ich mal den Feuerstoßmodus. Hör doch hier jemanden. Noch jemand? Nee, war nur der eine. Hat der uns was hinterlassen? Nein. Aber die Tür ist jetzt zu. Okay, was haben wir denn jetzt hier gerade? Den Fanghakenwerfer. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier ist nichts. Hier sind die Waffen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da. Da liegt noch was. Noch so ein Fanghaken. Oh, da ist einer. Voll erschrocken. Okay. Hier habe ich jetzt auch eine Kletter-Action. Für die ich sicherlich diesen Fanghaken brauche. Sonst hätten sie uns da nicht eben noch einen hingelegt. Falls wir den anderen nicht mitbekommen haben. Hier ist doch extra jetzt so eine Erhöhung. Und trotzdem komme ich da nirgendwo hin. Okay, dann kletter ich hier erstmal rauf. Und ich muss bestimmt auf den höchsten Punkt. Ah, und da kann ich bestimmt hinschießen. Ja. Und dann haben wir hier ein schönes Seil. Kann man zum Schluss hier nochmal ein bisschen Seil-Action machen. Wenn sie denn an das Seil springt. Och, das ist auch immer so eine Farce hier. Gleich nochmal.
Jetzt, okay. So, Frage. Kann ich da drüben hangeln und klettern? Probier's einfach mal aus. Ja, nun schwing dich mal ein bisschen hier, Mädel. Ach, das Problem hatte ich ja hier schon mal gehabt, ne? Das war in Irland. Bis sie hier so aus dem Knick kommt mit dem Seil. So. Ja, tatsächlich. Es sah schon so auffällig aus, aber sicher war ich mir jetzt nicht. Weil sie sich ja da im Treppenhaus auch nicht irgendwie rangehängt hatte. Hier müssten wir dann ja jetzt um die Ecke kommen. Genau. Aber es sieht so schräg aus. Kann ich... Ja, sie steht. Okay. Dann geht's hier jetzt weiter. Aber hier ist eine Schräge. Und ich weiß nicht, wo die mich hinführt. Das bedeutet, ich speichere. Das ist mir alles hier zu risikoreich. Rutsche ich jetzt vorwärts oder rückwärts runter? Ach, wir riskieren es einfach vorwärts, oder? Ich würde sagen, ja. Ich habe den Schnellfeuermodus. Verdammt. Das schaffe ich nicht mehr. Wieso schießt sie auch nicht? Ja, weil ich den blöden Fanghaken ausgerüstet habe. Ey, ich bin auch ein Blödian, wirklich. Gut, dass ich gespeichert habe. Wusste doch, dass ich mich wieder irgendwie blöd anstellen werde. Das ist echt blöd, auch mit diesem Hin- und Herschalten. Für die normalen Wachen ist jetzt der Feuerstoß oder auch der Schnellfeuermodus besser. Für die Gepanzerten brauche ich unbedingt den Scharfschützenmodus, den ich jetzt mal auswähle und auch ausrüste. Vielleicht, genau, lassen wir es gleich so. Oh, sie hat da so nach oben geguckt, oder? Vielleicht zwei. Hä, sie hat doch so komisch nach oben geguckt. Oder habe ich mich geirrt? Das ist jetzt ein... Ich sehe jetzt da nichts. Ich kann ja mal ihre Brille benutzen. Also weiter nach oben kann sie sich damit nicht. Aber eigentlich war da doch nichts. So, bevor ich nach unten gerutscht bin, hat sie so komisch nach oben geguckt. Aber ich sehe da jetzt nichts. Okay. Dann wird auch nichts gewesen sein. Haben die irgendwas fallen gelassen? Ich sehe hier gar nichts. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Ja, was hatte mir das jetzt gebracht mit den... mit der Schießübung? Komme ich jetzt hier rein? Immer noch nicht. Hä? Hier komme ich auch nicht mehr wieder rein. Wo soll ich denn nun hin? Geht's jetzt hier rein? Nee. Muss ich das verstehen? Soll ich das nochmal machen? Kann ich das nochmal machen? Nee, ich kann ihn nicht nochmal drücken. Hä, was denn nun? Ich komme ja auch nicht durch. Soll ich wieder mit dem Fahrstuhl zurückfahren? Macht doch keinen Sinn. Warum komme ich hier nicht rein? Habe ich irgendwas vergessen einzusammeln? Also ich meine, selbst wenn, ich komme nicht wieder zurück. Ich komme hier nirgendwo jetzt wieder rein. Ich komme hier nicht weiter. Da kann ich auch nicht rückwärts springen.
Ich sehe es leider nicht. Ich habe auch keine Fackel. Ob die jetzt irgendwas haben fallen lassen? Vielleicht nützt mir der Infrarotstrahl hier was, die Infrarotsicht. Nö. Also ich sehe zumindest nichts. Okay, dann gehe ich jetzt wieder in den Fahrstuhl. Keine Ahnung. Hallo? Ich schieße dir dauernd in den Kopf. Wie unnötig. Okay, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass ich jetzt wieder hier hin muss, weil ja hier ein neuer Gegner war, aber okay, was mir gebracht hat, war jetzt dieser Fangarm, aber muss ich jetzt hier wieder zurück? Ich weiß es nicht, ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Komme ich hier irgendwie weiter? Nee. Muss ich jetzt hier echt nochmal zurück? Aber ich speichere nochmal. Kann es mir nicht vorstellen. Nicht, dass ich das jetzt hier umsonst mache. Ist so anstrengend hier mit diesen Laserschranken. So, geht nach unten. Ich glaube, jetzt kommt die lange Pause. Geht nach oben. Kurze Pause. Nach unten. Lange Pause. Das war die kurze Pause. Dann kommt jetzt die lange. Ah, das war jetzt die lange Pause. Egal, muss ich noch kurz warten. Kurze Pause. Lange Pause. Okay, das ist jetzt nicht so schwer, aber es dauert jetzt halt wieder einen Moment. Kurze Pause. Lange Pause. Und die letzte. Okay, das war jetzt die lange Pause. Egal, warte nochmal. Kurze Pause. Lange Pause. Hier irgendwas übersehen, vergessen? Ist es richtig, dass ich hier wieder zurücklaufe? Hier geht's nicht weiter. So, hier kann ich ja wieder in diesen Kriechgang zurück. Wie weit kann ich denn zurück? Ach so, ja doch. Jetzt komme ich doch wieder ins Treppenhaus und dafür kann ich doch bestimmt diesen Fangarm gebrauchen. Doch, ich glaube, das ist schon richtig. Aber wo schieße ich den jetzt hin? Ich rüste den mal aus und guck einfach mal. Ja, Tatsache. Aber das sieht jetzt eigentlich nicht so... Also ich, da wäre es mir doch eigentlich sicherer, ne? Aber sie will es hier, nur hier. Okay, dann haben wir ein Seil. Dann soll ich mich bestimmt darüber schwingen. Na, da speichere ich jetzt aber auf jeden Fall. Denn es ist überhaupt schon eine Schwierigkeit, dass sie sich überhaupt am Seil festhält. Ah, ey, damit habe ich jetzt gar nicht. Also wir haben... Das, ich muss wieder oben anfangen. Das alles tatsächlich nur gemacht, um an diesen Fangarmwerfer oder wie auch immer das Ding jetzt hieß, hier zu gelangen.
damit wir hier rüber und weiterklettern können. Nein, ich hätte normal... Okay, das ist ja trotzdem... Ich dachte schon. So. Da ist ja so ein Gitter davor. Wie komme ich denn da jetzt rein? Oh, das war knapp. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Das Feuer habe ich zuerst nicht gesehen. So. Ach, vom Regen in die Traufe hier, ne? Ich will doch einfach nur aufs Dach, um abzuhauen. Hier ist doch jetzt schon wieder irgendwer oder irgendwas. Ja, aber solange ich hier oben hocke, kann ich sowieso nichts machen. Okay, hier springe ich nicht einfach runter. Schaffe ich es vielleicht hier drauf zu landen? Nein. Genau vor seine Nase und ich habe kaum noch Energie. Scheiße, ich muss schon wieder ein Medipack nehmen. Und ich habe schon wieder keine Waffe ausgerüstet. Schnellfeuermodus. Okay, jetzt ging es wenigstens schnell und ich kriege wenigstens einen Medipack zurück. Nein! Warum? Schon wieder diese blöde Schnellschussanlage. Und wenn ich den jetzt... Okay, das heißt, ich darf nicht rennen? Oder schießt sie gleich wieder, weil ich geschossen habe? Das gilt es jetzt rauszufinden. Shit. Okay, dann gehe ich jetzt hier mit einem einfachen Sprung rüber. Gut. Naja, ob ich das jetzt nochmal hier schaffe, mit dem gleich rüberspringen. Vorhin hatte ich echt Glück. Naja, wir werden es sehen. Da muss ich dann leider davor auch nochmal speichern. Ja, aber ihr seht ja, es passiert hier wirklich alle paar Meter irgendwas. Da muss man ständig speichern. Und natürlich funktioniert es jetzt nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Das war so klar. Das sind immer so diese Kleinigkeiten, ne? Das ist das, was irgendwie gerade so nervig ist an diesem Level. Man ist ja auch so machtlos. Kann ja nichts dafür, dass sie sich da irgendwie an irgendwas festbackt und deswegen nicht richtig springt da drin. Nun kletter doch mal runter, so. Vielleicht, nee, so in die Richtung, dass ich so ein bisschen mehr rechts bin. Vielleicht so. Und jetzt klatscht sie hoffentlich nicht an die Wand. Okay, jetzt hat es wieder geklappt. Sehr gut. Ach so, ich rüste gleich mal aus. So, dann habe ich die auch gleich griffbereit. Okay, ich habe jetzt die Plattform gesehen, wo diese Schnellschussanlage rauskommt, aber nicht. Keine Kamera, die vielleicht die Bewegung einfängt. Ich komme nicht hier oben hin. Ich muss mich runterlassen. So, das nehme ich gleich mal. Tja, jetzt ist die Frage, ne? Reicht es, wenn ich
mich im Schritt, also im Gehen fortbewege. Ich speichere nochmal. Notfalls kann ich ja den davor nochmal laden. Habe ich überhaupt jetzt eben gespeichert, bevor ich runtergefallen bin? Ich glaube nicht. Ah, okay, gut. Es ist also nur, dass ich nicht schnell gehen darf. Rennen darf. Okay. Wo sind wir jetzt? Hier ist wieder eine große Glasfront. Ich zieh mal lieber die Waffe. Fahrstuhl. Kommt hier jemand raus? Nein. Aber den werde ich bestimmt gleich nehmen müssen. Ja, hier geht es ja nicht anders weiter. Ah, das ist immer so eine Überraschung, wenn die Fahrstuhltüren aufgehen. So, aufs Dach bitte. Ich möchte jetzt gerne hier weg. Und bitte keine Überraschung. Gehen jetzt auf, wenn ich hingehe? Ja. Okay, ich, ja, ich bin gerade nur so langsam gegangen, weil ich dachte nicht, dass hier wieder eine Schnellschussanlage ist. So, wir sind jetzt hier eigentlich auch am Dach. Auf dem Dach. Okay, jetzt habe ich es ausprobiert, es passiert nichts. Wir kommen aber nicht aufs Dach, denn uns fehlt hier noch was, was wir hier einsetzen müssen. Ne, da steht, da geht es zum Heli-Landeplatz. Jetzt haben die hier uns so nett die Seile hinterlassen. Ich muss doch bestimmt mich da hinten hinschwingen. So, nee, ist eine Etage tiefer. Kann ich einfach so da ranspringen? Vielleicht, wenn ich ein bisschen besser ausrichte. Nee, macht sie nicht. Vielleicht von hier? Hier. Nee, mach. Packt sie sich bloß fest. Okay, aber von der Entfernung her könnte es eigentlich klappen. Vielleicht ein Stück nach. Nee, nach rechts geht sie gar nicht. Das wird ja jetzt spaßig. So, ich gehe mal hier an den Rand. Versuche einfach mal ranzuspringen. Okay, sie hat schon so nach oben geguckt, also ich muss da irgendwie da oben hin. Aber erstmal muss ich ans Seil. Okay, das war jetzt wirklich daneben. So. Ja, ich versuche gerade hier irgendwie herauszufinden, wie ich am besten stehe. Um auch wirklich an dem Seil zu landen. So müsste es gehen. Ja, okay. So, und jetzt rüberschwingen. Und dann irgendwie die Luke da oben aufkriegen. Aber darum kümmere ich mich, wenn ich hier erstmal heil gelandet bin. Okay, sie wird uns aufgeschossen. Wo ist denn jetzt noch einer? Scheiße, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Was soll denn das? So was Schönes liegen lassen? Nein. Toll. Richtig toll gemacht. Jetzt muss ich wieder hier irgendwie an dieses Seil kommen. Das war eben schon schwer genug. Na Gott sei Dank, es hat gleich geklappt. So. Jetzt wieder rüberschwingen.
Und dann geht's da oben weiter. Oh, jetzt zum Schluss verliere ich auch dauernd nochmal Energie. Ich bin eigentlich wirklich im Schnellfeuermodus. Und sie hat trotzdem nur so abgehackt geschossen. Ja, im Schnellfeuer. Aber Moment, wie viel? Okay, 149. Das gerade, ich habe nur noch 49 Schuss. Das wäre vielleicht doch ein bisschen wenig. Hier geht's weiter. Da ist ein Schalter. Oh, warum passiert das bloß immer wieder? Speichern. Jetzt wollen sie einen echt zum Schluss nochmal hier so richtig dran kriegen. Klettern. Ups. Schnell wieder nach oben. Irgendwie ging es doch nach hinten weiter, oder? Hinter mir war doch jetzt eben auch eine Leiter. Ach, ich muss hier erst irgendwie eine Luke aufmachen. Alles klar. Hier sind zwei Türen. Von da bin ich doch eben gekommen. Oder nicht? Bin nur so blöd an die Dings geklettert. Ja, genau. Das heißt, ich muss geradeaus weiter, aber da ist ja eigentlich so eine Laserschranke. Okay, links ist eine, geradeaus ist eine. Danger, wear protective gloves. Keep out. Da geht's weiter. Ah ja, zum Heli-Landeplatz. Lichtschranke. Hier können wir durchkriechen. Sehr praktisch. So, da geht's weiter. Ach, hier kann sie auch auf einmal klettern. So, ich drehe mich nochmal um. Geht's da nochmal irgendwie weiter? Nein, okay. Ich nichts verpasse, aber ich habe bestimmt schon sowieso ein Geheimnis übersehen. Munition, Medipack. Das ist verdächtig. Und wenn es verdächtig ist, speichere ich lieber. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Zu wenig hatten wir schon jetzt öfter gesehen, wie das endet. Das muss ich nicht nochmal haben. Ja, was hier jetzt auf uns wartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.